Wir haben einen Deal zur Anhebung bzw. zur Aussetzung der Schuldenobergrenze. Wird das die Märkte jetzt weiter beflügeln? Sehen wir neue Höchststände im DAX, im S&P 500? Bleiben Sie dran. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Wall Street Online TV zum Wochenausblick. Mein Name ist Stefan Klotter, Chefredakteur von Fastbreak, einem Börsendienst, der auf charttechnischer Analyse beruht. Ja, letzte Woche Debt Ceiling Deal eingetütet, durch die Instanzen gegangen. Wird das jetzt die Bullen beflügeln? Das ist ein großes Thema heute. Wir schauen uns einige Sektoren an. Sektorenrotation, großes Thema. Und kurzer Nachruf: William O'Neill, letzte Woche leider gestorben, Erfinder der Can-Slim-Methode. Jeder Buchstabe steht für einen Faktor bei der Auswahl der Aktien, backgetestet. Vielleicht werfen Sie da mal einen Blick rein. Ist ganz spannend. Habe ich selbst auch schon danach gearbeitet. Wo stehen wir? Es geht aufwärts, es geht aufwärts. Anscheinend, als gäbe es kein Ende mehr. Nur einer schwächelt gerade etwas, laviert und das ist tatsächlich der DAX-Konsolidierung auf sehr, sehr hohem Niveau. Schauen wir mal rein, wie weit es da noch gehen kann. Und ja, sehr viel tut sich da nichts. Wie gesagt, hohes Niveau, Konsolidierung. Wir hatten das Zusammenziehen des Bollinger Bandes, das ja einen Ausbruch angekündigt hat. Der hat dann auch stattgefunden. Wir sind über die obere Begrenzungslinie hinausgeschossen und regelgerecht dann natürlich wieder zurückgekommen in das Band, haben das untere Band wie letzte Woche bereits antizipiert kurz gestreift und sehen jetzt wieder den Weg Richtung Oberkante. Aber nichtsdestotrotz, da passiert aktuell nicht sehr viel. Wir verharren bei, ja, 16.000, 16.1 vielleicht und auf der Unterseite 15.8. Und Sie sehen auch hier an den Indikatoren, wir sind weder stark überkauft noch stark überverkauft. Wir sind leicht im grünen Bereich bei der Trendstärke. MACD, auch rote und grüne Linie, nahezu miteinander, ineinander verschlungen. Also da auch keine große, konkrete Richtung zu erkennen. Wie sieht es aus beim S&P 500? Kurz mal reinschauen. Letzte Woche angesagt, nach dem Überbrücken, nach dem Durchbruch beim Widerstand bei 4,2 hieß es, der Weg ist frei für die 4,3. Und ja, da bewegt sich der S&P auch hin in diese Richtung. Nächstes Ziel. Das Hoch aber von letzten Jahr, von August 22, die 4,327. Heißt das jetzt, man kann weiter stark in den S&P, in die US-Werte investieren? Ich hatte es letzte Woche gesagt, ich hatte es vorletzte Woche gesagt, Sie müssen aufpassen. Dieser Index ist nur getragen von 3, 4, 5 Big Tech-Werten und der Rest schwächelt etwas. Und ich habe mir mal gedacht, wir schauen uns mal die Sektoren an. Sektorenrotation ist ja ein großes Thema. Und dann wird das noch sehr, sehr deutlicher, wie die Sektoren aufgeteilt sind im S&P 500. Das sind die Sektorenindizes im S&P aufgelistet in den letzten 6 Monaten. Und wir sehen klare Stärke bei Infotech und Communication Services. Dazu gehören hier natürlich die großen Big Tech-Unternehmen. Dritter Stelle Consumer Discretionary. Das bedeutet, das sind keine Basisgüter, die wir für den täglichen Bedarf benötigen, sondern da geht es darum, Luxusgüter sind in diesem Sektor beinhaltet, Autos, Schmuck, Uhren, Bekleidung, hochwertige Bekleidung. Und ja, wer da hinterherhängt, das ist tatsächlich Industrial, Consumer Staples, Health, Financial, Utilities und Energy bilden das Schlusslicht der Sektoren. Und jetzt stellt sich die Frage,
für den Anleger, worin investiere ich? In welche der Sektoren? Denken Sie mal gemeinsam mit mir mit. Wir haben diese Sektoren, diese Rotationen können Sie aufteilen im Grunde genommen in vier Bereiche. Sie haben Stärke, Sie haben Schwäche, Sie haben Improvement und Sie haben die Nachzügler. Und wenn wir uns den Chart nochmal betrachten, dann haben wir hier deutliche Stärke, Improvement bei den Luxusgütern und das alles sind Nachzügler. Wohlgemerkt, wir haben keine Schwäche aktuell zu verzeichnen. Sie sehen, Industrial Consumer, alles geht nach oben in den letzten Wochen und Monaten. Also steigend hier auf einem niedrigen Niveau und hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Gesetz der Rotation besagt natürlich, dass Stärke irgendwann zu Schwäche umgewandelt wird. Schwäche wiederum wird zu den Nachzüglern. Die Nachzügler werden zu den Improvement und Improvement generiert wieder Stärke. Von daher ist es tatsächlich noch sinnvoll, in diese überbordende Stärke der Tech-Unternehmen einzukaufen oder empfiehlt es sich eher, auf die Nachzügler zu setzen, weil die Nachzügler, die müssen da noch hin. Das heißt, das Potenzial, das Renditepotenzial ist bei diesen Sektoren, bei Werten in diesem Sektor wesentlich höher als die starken, stark gelaufenen und somit auch heiß gelaufenen Tech-Werte. Man kann natürlich auch eine Mischung machen, wie letzte Woche schon angedeutet, sich zwei, drei Big-Tech-Werte aussuchen, da bitte die Kurse täglich beobachten, weil da kann sehr schnell Schwäche entstehen, so heiß gelaufen wie die sind, und jetzt schon günstig Werte einsammeln aus dem Bereich der Nachzügler, sprich Consumer Staples, Utilities, Health. Da sind viele Werte aktuell gefallen und machen sich gerade dran, nach oben zu steigen. Und Turnaround-Kandidaten finden Sie da sehr viele. Und das ist, wenn man Rendite und Performance sich betrachtet, für die nächsten Monate wahrscheinlich die bessere Wahl, als ganz, ganz oben noch bei den Techs einzusteigen. So, das war's für diese Woche. Wir enden mit einem Spruch von Walter Demmer, der, ich übersetze auf Deutsch, ja auch mal gesagt hat, wenn man kaufen sollte, dann hat man eigentlich nicht das Gefühl, dass man kaufen will, und umgekehrt, wenn man verkaufen sollte, dann möchte man eigentlich nicht verkaufen, weil es anscheinend so gut läuft. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf Sie. Eine gute Zeit.